So, da sind wir bei Diego, Bruder dieser. Lass mal kurz anquatschen, Diego. Hallo. Hallo. Er kann mir auch noch was, was Mach's beibringen. gut. Aber wir sparen uns erstmal die Lernpunkte. Denn ab hier geht's jetzt auch weiter, ne? So, wir wissen, durch Orkgebiet. Wir müssen eigentlich nicht unbedingt. Warte, wie war der Weg am besten da? Das ist auf jeden Fall ein Turm im Ohrgebiet. Lass mal gucken, wo dieser Turm sich befindet. Man kann auch anders zu dem gelangen. So. Dank Renderer kann man hier verdammt weit sehen. Und gleich müssen wir. Man hat doch immer gesehen, diesen Turm. Wo ist denn der? Da ist dieser Turm. Dahin müssen wir. Problem ist, sind die Orks. Ich weiß nicht, ob ich schon stark genug gegen die bin. Einfach geradeaus und dadurch, ne? So, wir könnten natürlich übelste Umweg machen. Und mit Barakusing uns runterfallen lassen. Oder wir versuchen es direkt. So, okay. Und gemoddet hat man diesen Sprinten-Modus nicht, ne? Also, das ist jetzt so. Ah, Cheaterei, Vlad. Ja. Ist gemoddet. Warum nicht? So. Einfachste Lösung wäre wahrscheinlich irgendwo hier hoch und hier runter und dann wieder hier hoch. Ganz wichtig, ihr solltet es mir auch nachmachen. Nicht anders, es geht nicht anders, glaubt mir das. Und die Orks rennen anscheinend mir hinterher, so wie ich die hören kann. Aber egal, wir sind ein bisschen weit entfernt, wir können auch schon gar gechillt laufen. Nicht, dass plötzlich einer hinter mir erscheint. So. Und ich weiß jetzt nicht auf dem Weg, ob hier Golems sind. So. Dieser Bug-Using. Oh. Funktioniert auch im Originalspiel. Da kenne ich, da kennen wir doch das alles. So, das wäre halt die einfachste Lösung. Jetzt können wir hier runter. Und jetzt kommen die Kreaturen. Kreaturen. Habe ich tatsächlich schon aus Versehen irgendwie gespoilert beim Bücherlesen. Ich speichere mal kurz. Da sind einige. Da sind einige Razors. Die sind ein bisschen gefährlicher als Snapper. Ah, wir sind schon bald gleich tot. Haha, wir haben überlebt. So. Dahin wollen wir nicht. Doch, wir wollen dahin. Hierhin. Nein, hier ist. Warte, wo war der Weg? Nein. Außen. Ja, wir müssen doch hier hoch. So, mal kurz speichern. Weiß nicht, ich dachte, ich habe irgendwie Mod installiert, dass man schnell. Oder war das nicht hier? Dass man per Tastendruck heilen kann. Aber anscheinend nicht. Oder ich hab's, aber ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Welche Taste das war. Jetzt darf ich jetzt nicht jede Taste ausprobieren. So, die Beißer, die sind nicht so gefährlich für uns. Und ich habe hier irgendwo einen Scavenger gehört. Was macht ein Scavenger hier? Ja gut, hier kommen wir schon zum Rätsel. Rätsel Nummer 1, alte Axt und Trank. Das war's. Nein, Regel Nummer 1 ist dieser Steingolem da. Und dazu brauchen wir unsere geile Waffe. Geil, aber ja. Wir brauchen das hier. Komm her. Komm her, hab ich gesagt. Komm jetzt her. Den hätten wir. Gut, speichern wir mal bei den anderen, bei den Eisgolem. Wird's ein bisschen gefährlich hier, denn. Denn er kann uns zum Eisklotzen verwandeln oder einfrieren und dann macht er uns mit seiner Eispfeile fertig. So.
Was wollte ich jetzt machen? Ich brauche. Ah, habe ich doch sogar schon. Habe ich auch noch Ringe dazu vielleicht? Mensch, Ringe wäre auch nicht schlecht. Mana-Bonus mit Ringe. Okay, ich hoffe, das reicht aus. Nein, nicht Teleport. Warte, welche war das jetzt? Ja, Feuerpfeil, Feuersturm, Feuerball, das nehmen wir doch. Mal gucken. Und wir haben noch freies Ziel. Da ist er. Stirb, verbrenne. Gerade noch so geschafft. Wir brauchen ein bisschen Mana. Was man auch nehmen kann, ist diesen Herz vom Eisgolem. Damit kann man... Ja, damit kann man auch Zauber wirken, aber... Guck mal, wie viel Mana uns fehlt da. Auch hier, mit dem kann man noch wirken. Gut, als nächstes wäre... Ah, Mann. Okay. 9. Blitz. Versuchen wir doch mit Blitz. Speichern. Aber ich finde, Eisgolem sollte eigentlich zum Schluss sein. Und nicht vorher. Eisgolem ist schon ein bisschen gefährlicher. Schadet es mich auch? Wir brauchen eine andere Strategie. Okay, was brauchen wir? Was brauchen wir? Wir brauchen das hier. Das können wir tatsächlich noch nutzen. Mal schauen. Wir brauchen eine andere Strategie. Habe Strategie diese. Wir brauchen eine Erhöhung. Komm her. Komm her. Komm her. Komm. Mies, 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 mies. Mies, mies, mies. Ey, bleib nicht zurück. Komm, komm. Guter dieser. Guter dieser. Komm, komm, komm. Komm schon. Komm. Nein, nein, bleib nicht weg. Ich bin hier. Ich bin hier. Ey, ey, ey. Ich bin hier. Guter dieser. Guter dieser. So. Meine Strategie dieser. Belen, wir sind runtergefallen. Warte. Nicht genug Mana. Warte. So. Jawohl. Ich bin der Boss. Das nehmen wir uns auch. So, dann wollen wir sagen, Axal, dass deine Diener, die waren nutzlos gegen mich. Das hat jetzt mit mir zu tun. Jetzt habe ich hier das Sagen. So, Xardas. Da bin ich.
Wo bist du? Ah, stimmt, Jüse. Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Okay. Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Okay. Okay. Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Aha. Namen sind also unwichtig. Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ja, so, ich muss dein Meister reden, so, der muss hier Scheiße ausbaden, was seine ehemalige Lehrlinge hier gemacht haben. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Will er mich verarschen, oder was? Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis. Feuer. Euch die alle vernichtet, hier aus dem Herz. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Was? Aha. Ein würdiger Beweis. Fehlen? Zwei fehlen noch. Ja? Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Natürlich ist das. Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Ja, Feuer, bist du dumm oder was? Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Vollkommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Okay, das scheint friedlich zu sein. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Sterbliche Bussuff, dass ich. Der ist wirklich unsterblich. Ich konnte nicht mal ein bisschen HP habe ich ihm abgezogen. Aber lass mal erstmal hier. Ich hoffe, dein Meister hat nichts dagegen, wenn ich mal seine Truhen leer räume. Ich hasse Schlösser knacken. Genau so knacke ich jedes Mal mein Auto, wenn ich mal Schlüssel vergessen habe. Also links, rechts. Gute diese. So. Danke sehr. Danke sehr. Hier ist noch eine Truhe. Lass mal die auch mal durchsuchen. Ah, Mann. Ah. Oh, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Danke sehr. Ach ja, wir haben Teleporter. So, das können wir alles ausmachen, das brauchen wir nicht mehr. Wir sind keine langweilige Magier, wir sind Kämpfer. Warum habe ich die Rune überhaupt gekauft? Ich dachte, Kreis Nummer 1. Wo ist das? Magie? Nein, scheiße. Ja, ich dachte, Kreis Nummer 1 hast du automatisch. Aber nein. So. Steck die scheiß Waffe weg. Salos hat ja noch nichts getan. Aber der hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mal mich ein bisschen bediene. Sei denn, der bringt mich gleich wirklich um. Der Dämon beschwöre. Ich nehme nicht so viel, nur ein bisschen. Ich lasse dir auch noch ein bisschen Luft da. Okay. Okay. Warte, warte, was? Nein. Nehmen wir die Leiter. Er fragt mich, warum gibt es in Gothic 2 keine Leiter mehr? Oder es gibt eine, glaube ich, oder? Egal. So. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Ich darf alles. Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. So, bevor jetzt mal weitergehen, so, das war der zweite.
zweite, wo der Hauptheld seinen Namen sagen wollte. Also hat er einen Namen. Er wollte es sagen. Zweimal. Einmal ganz am Anfang bei Diego. Und er so, mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Und hier, hat er auch jetzt gefragt. Wer wagt es, mich zu unterbrechen? Ich so, mein Name ist und der Name ist nicht unwichtig. Und seitdem dachte der Held wahrscheinlich, ja, scheiß drauf. Dann ist mein Name unwichtig, ich werde nie erwähnen. Und ja, seitdem, wegen Xaltos und Diego, ist der namenlose Held namenlos geworden. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit Engdor einem tut auch mir leid, deswegen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Keiner will wissen, wie der heißt. Lass mal sagen, Diego schickt mich, das klingt doch viel cooler. Okay, Saturas. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen. Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Warum? Nein? Nein. Nein. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Koristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Okay, sagen wir nochmal Sprengung. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt... Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Koristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Und du weißt es wohl, Enchete? Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Ihr geht mir alle auf den Sack schon. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Ork-Krieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Okay, gut. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, wieso kannst du es einfach nicht erzählen? Zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Ja, sehr beruhigend. So, wo hält sich dieser Verbannte auf? Sag es mir sofort. Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Okay,
Okay. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Hast du überlegt, wie man hier überhaupt rauskommt? Ich suche magisches Wissen. Unter der vernichten Kreis, Skelett beschweren. Monster schrumpfen, das nehmen wir. Schade, dass man dich nicht töten kann. Ja, aber komm, du kriegst dafür das. Das. Feuerball behalten wir. Obwohl, nein. Was, wenn wir dort noch einen Feuergolem treffen sollten? Geben wir nicht. So, aber. Das ist nichts wert. Telekinese behalten wir. Ah, Mann, nimm die Rüstungen. Du hast bestimmt Nutzen dafür. Okay. Nimm Waldbeeren. Nimm Mondschatten. Nimm Heilkräuter. Boah. 17 ist für dich als Trinkgeld. Wenn du ja keinen Ärzten willst, da raus habe ich gesehen. So. Und jetzt. Wir gehen einfach so raus. So. Kurz speichern, dieser. Und ja. Ich brauche eine andere Waffe. Das Zweier brauche ich nicht. So. Ich werde das bisschen hier vorspulen. Und dann werdet ihr sehen, wo wir sind. So, meine Freunde, wir können schon da Action hören. Lass mal hier uns einmischen, was Lust die machen. Bordion und uns, das geht nicht, dieser. Wo sind die? Da sind die. Ich höre doch alles. Ich höre alles. Da können wir gleich gucken, ob wir gegen den Templer. Ach, wir können da. Ja, ja. Oh. Alter, wir sind fast gestorben. So. Das nehme ich mit. Aua, Urschak. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Was hast du gemacht? Hä? Wer bist du? Name Urschak. Sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Schamane, sag ich auch immer. Woher kennst du unsere Sprache? Sag es mir sofort. Woher kennst du unsere Sprache? Urschak gewesen, Sklave bei Menschen in Mine. Sein gelaufen weg, seien viele Winter her. Okay, du warst Sklave in der Mine? In welcher? Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urschak, gefallen in Ungnade. Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Was Krushak? Krushak sein böser Dämon. Ja, was dieser? Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Schläfer. Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Schläfer, dieser Mistkerl, hä? Sein Typ ist es. Was weißt du über den Schläfer? 5 Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher, waren Söhne von Geist, wie Urschak. 5 Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. 5 Brüder von damals haben gebaut, Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers.
Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Und warum hat er das mir einfach nicht gesagt, ah? Warum muss ich immer hin und her rennen? Was passiert denn da? Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak versuchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig, sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Okay, nehmen die Orks an der Oberfläche. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt, Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen, Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Ich muss dahin. Sag mir, wie ich dahin komme. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremden. Fremde retten Urshak. Yeah. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen... Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urshak sein, wo Karten nicht bemalen. Fremder geben Karte, dann Urshak machen Karte fertig. Erstaunlich. Du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Da? Da? Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen Fremde Feuer. Dann Fremder sterben. Okay. Ich gehe dahin, kämpfen. Fremder nicht sterben. Brüder sterben, Fremde nicht sterben. Was hältst du von dieser Idee? Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Ich gehe einfach rein. Keinen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Okay, ich trage Ulumulu, dann nicht sterben. Gib Ulumulu. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak seien in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Okay. Oh, bist du frei wieder. Freie Mine gefangen. Urshak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Danke für die Hilfe, Urshak. Urshak danken Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Okay, so, Urshak. Urshak, okay, habe ich gesagt. Urshak, ich sagte, okay, bleib hier. Ich werde schon auf dich zukommen. Ich werde, wenn ich deine Hilfe benötige, aber ich kann das alles selbst regeln. Ich will erstmal hier hoch. Wir wissen, was hier oben ist. Ich will es einfach. Weil ich das gesagt habe, mache ich das auch. So. Ich sagte, ich will hier hoch. Wo ist das Problem? Problem? Не понимать проблем. Проблем, wir sind aus hier hochgeklettert. Okay. Ich hab meine Waffe nicht. Wir haben es überlebt, Anno.
Es gibt ja noch so einen Trick, da musst du irgendwie dich rückwärts drehen und dann. Was wollte ich sagen? Dann kann man. Was kann man da? Dann kann man Dings mehr machen. Also, dann überlebt man auch. Ja, ich muss erstmal nachdenken. Ja, ich suche hier so einen Schalter. Hier muss so ein Schalter sein. Ja? War doch irgendwo. Schalter. Ich habe jetzt Community Page. Da wurde ja vieles rausgenommen, vieles gefixt und so. Man kann viele Tricks nicht anwenden. Aber hier muss doch irgendwo Schalter sein. Da! Ich wusste es doch. Diesen Schalter habe ich gesucht. Gibt es noch einen Schalter? Ah, jetzt. So. Fuck. Ich hab falsche Waffe drin. Golem, beruhig dich. Golem, alles wird gut. Diego schickt mich. Golem. Warte doch. Oh, ich glaube, da hat sich beruhigt. So, jetzt bist du dran. So. Und es ging einfach nur ums Erfahrung. Vielleicht wollte man hier noch mehr machen. Aber wir haben hier Tränke, das ist auch gut. So. Ey. Pack dich nicht fest. Bitte. Auf geht's. Bitte einmal hoch. Siehst du, wie ich das kann? Ab zum Xar, das würde ich sagen. Tja, ich würde sagen, lass mal zu Xar, das Bruder dieser. Wo ist denn der? Der ist oben, wie immer. Seine Studien. Lass mal weit nochmal bei dieser Leiter. Kannst du hier keine normale Treppe bauen oder was? Diese Leiter. So, lass mal ihn beim Studien. Seinen Studien hier stören. Wow. Ah, da. Haha. Aua. Aua, hab ich gesagt. Suche, nein. Hab Antwort, was du mir sagen kannst. Gottes. Gut, dann berichte. Die fünf Orkschamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Orkstadt liegt. Das Verstehst ist du? Richtig. Undankbarerweise ja. Entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? No, richtig, yeah. Aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Okay, das mach ich. Das mach ich. Wie komme ich dahin? Mit Ulumulu. Ich brauche Ulumulu. Ich brauche
ein Ork, der das machen kann. Ja. Und wir machen jetzt Gods. Assassin's Creed. Das ist mein Channel. Das ist mein Channel.